Das Bild löst das Gefühl aus, dass ich etwas verpasse. Ich muss sagen, er muss ausziehen. Ich bin Mel, ich bin 25, arbeite momentan in einem Warenhaus im Marketing. Also ich mache dort das Praktikum, weil ich studiere noch Textilwirtschaft an der Schweizerischen Textilfachschule. Ich wohne momentan noch bei meinen Eltern, habe aber vor, in eine Juwo-Wohnung auf Zürich zu ziehen. Easy lang, ich drauf gefreut. Also ich bin mental schon vor einem halben Jahr ausgezogen, jetzt nur noch physisch nachzügeln. Das Gefühl wegen dem Studium, mit dem Geld wäre es nicht gescheit, um jetzt schon zu zügeln und noch etwas warten. Aber irgendwie sind jetzt gleich noch mal zwei Jahre vorbeigegangen und ich muss sagen, er muss ausziehen. Ja. Die Praktikumslöhne haben es einfach halt auch nicht erlaubt, dass sie vorher rausziehen. Oder man hat ihnen gedacht, ja, ist das überhaupt machbar? Ja, bitte nicht. Ja, also. Wir werden dann schauen, dass wir gut um den Eck kommen. So ein kleiner Abnabelungsprozess. Jetzt geht es in ihre Studenten-WG und jetzt helfen wir zu zügeln. Ein bisschen Emotionen dabei. Wieso ist es so anstrengend? Im Moment bin ich mega erschöpft. Ich mag jetzt schon nicht und wir sind noch nicht mal in Zürich. Profi. Komm. Sie ist irgendwie wie mein Kind, das ich glaube nie haben werde. Also, ich habe sie wie so aufgezogen, würde ich sagen. Und jetzt gebe ich sie meinen Eltern weiter. Ich weiß, dass ich mega wird vermissen am Morgen. Vor allem, wenn sie einem wecken kommt. Und du hast wie so das Bedürfnis, einfach schnell sie zu berühren. Einfach, dass sie wie so ihre Nase, deine Hand berührt oder irgendwie so. Der ganze Aufziehungsprozess, gross werden, sozialisieren, war halt bei mir, weil ich dort mir die Zeit auch genommen habe, bewusst. Ich war die, die in der Nacht am Morgen um 4 Uhr aufgestanden ist und mit ihr im Winter vor der Tür ist. Ich habe alles gemacht, was man musste in dieser Phase. Ich freue mich für sie mega, aber sie ist halt schon das erste, das letzte Kind, das auszieht. Oh mein Gott, echt die letzten Boxen. Das ist schon ein Event für mich. Also einfach mehr, weil meine Friends, die halt schon in Zürich wohnen, sie erwarten mich. Sie haben gesagt, bald muss ich im Quartier. Desperado. Sitting in a whole money shop. Hi. Sorry! Also, sie sind alle pünktlicher als ich. Aber ich habe alles noch. Und das ist mein Zimmer. In die Wohnung, in der ich einziehen werde, wohnt bereits der Nevio. Er ist mein zukünftiger Mitbewohner. Ich kenne ihn aber gar nicht. Also, wir haben das jetzt einfach beim Vorstellen und bei der Wohnungsbesichtigung kennengelernt. Sagen wir alle, ich sind einfach unterstand koordiniert. Ich bin so schlecht. Nochmal runter. Aber das, jetzt wird es schwer. Ja, ja, ja. Ich habe einfach, weil ich halt noch nie mit jemandem gewohnt habe, den ich nicht kenne, weiss ich nicht, wie viel am Anfang ich noch muss fragen oder wie viel man sich so noch muss. Ja, irgendwie sagen, oh, es kommt dann heute Abend noch jemand. Oder ist okay, wenn ich das und das mache. Hallo, hallo. Ich freue mich mega, dass ich in Zürich wohne. Also es ist wirklich so ein long time coming und ich habe immer schon gewusst, dass ich in die Stadt ziehe. Also ich hätte jetzt auch nicht wollen angelassen, gerade am Anfang machen, sondern wirklich so ein bisschen zentral. Ja. Machen wir alle zusammen noch ein Bild. So. Tschüss. Danke für was. Ich hätte es nicht geschafft, ohne euch. Das sind wir ja da. Ohne das sind wir da.
Es ist so irgendwie mehr eine Erleichterung. Und es ist für mich auch mega viel Freude, Tränen gerade. Ja. Heute Abend weiß ich, dass ich mich mit Kolleginnen hier bei mir schon parat mache. Wir werden dann noch weitergehen. Ich glaube, wieso reinfeiern? Das ist das Erste, was ich mache. Ja. Ich habe jetzt die erste Woche überstanden und ich fühle mich mega gut. Das ist für mich richtig nostalgisch, weil bei mir zu Hause auf dem Dorf hat man sehr schnell noch Katzen gesehen, die so zutraulich sind. Ich bin dann auch noch mal schnell an die Langstrasse, was ich liebe. Es ist so nah. Und irgendwie ist es sehr chillig, weil ich laufe jetzt einfach schnell über. Wir chillen jetzt den ganzen Tag zusammen, machen dann aber alle etwas, was wir machen müssen und sind produktiv. Schon geil. Hallo, komm rein. Das ist jetzt mein fertig eingerichtetes Zimmer. Ja, das ist mein Schminktisch. Also ich hätte wie nicht können, nicht ohne den sein, weil ich schminke mich nicht im Bad und im jetzigen Bad schminken wäre eher Tortur gewesen für mich. Ich glaube, die grösste Veränderung, die ich jetzt habe, seit ich wirklich allein wohne, ist so das ganze Management. Also ich merke sehr oft, fuck, ich will Wäsche machen, vor allem auch, weil es einfach wieder mal Zeit ist. Und habe aber vielleicht abgemacht. Aber Wäsche machen braucht einfach sehr viel Zeit. Wir haben einen Ämtli-Plan, wo wir so alle drei Wochen mega gross rein, also gross putzen. Und ich glaube, ich mache sicher mehr, als wenn er das machen würde. Dort geht's, ja, die heisst das nicht gegangen mit dieser Ämtli-Verteilerei. Nobody makes it from my ends. I had the bus of the silence. Irgendwie habe ich dann auch einfach noch mal so einen hässlichen Stuhl rausgeschmissen und gefunden. So. Ich konnte darauf nicht hocken. Und die habe ich Secondhand organisiert. Dann haben wir Ricardo gute Stühle steigert. Und das war aber auch nichts Teures. Und dann haben wir gesagt, komm, das zahlen wir jetzt. Ich bin so im ersten Monat ein bisschen reingelaufen. Mehr, weil ich realisiert habe, so, ich habe noch zwei, drei Rechnungen vom vorherigen Monat von Kleidern. Für mich ist die grösste Challenge, dass ich nicht zu viel Geld ausgib. Einfach immer so Daily Temptations, die voll unnötig sind, widerstehen. Ich würde sagen, ich habe ein bisschen mehr an günstigere, segmentierte Läden irgendwie ein bisschen orientiert, die aber mega gute Produkte haben. Jetzt bin ich auch wieder mega überfordert, weil ich wieso bin. Ich hätte gerne das, aber ich hätte ja gerne das andere. Was ich mir aktiv immer wieder sage, ist, überleg gut, ob du es brauchst. Wenn ich eben die Miete gezahlt habe, habe ich eigentlich noch so 1000 Franken. Und für das sind sicherlich schon mal Handyrechnung, ÖV, Essen, Einkaufen, mal etwas trinken, gehen auswärts essen. Das ist dann so das Geld, das eigentlich mir noch zur Verfügung steht. Das sind halt auch so Sachen, die ich voll merke. So, ich könnte mir genau sagen, wenn du Vollrahm und wenn du Halbrahm brauchst. Und ich bin immer so, I don't know. Ich habe jetzt gleich recht viel preiswertere Sachen gekauft. Ich habe für alles 52 Franken gezahlt. Also, egal wie viel du einkaufen gehst, der Kühlschrank wird sich nie so voll anfühlen wie bei Mami daheim. Hallo! Ich war am Umstruggle mit allem Finden. Ich habe noch einen Nebenjob. Ich arbeite als freischaffende Make-up-Artistin und Stylistin. Ein paar Jobs kommen damit mega gelegen. Also es ist einfach nice to have auch noch on top. Dann ist wieso vielleicht mal die Miete mit dem allein abdeckt. Und dann bleibt mir der Rest von meinem ganzen Lohn. Ich kaufe ich mir auch etwas davon, ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe einfach eine Faszination für Beauty. Ich finde, das Gesicht ist wie so eine Leinwand. Und du kannst halt wie so mega viele Features von Menschen noch mal besser machen und rausholen und unterstützen, was auch immer noch nice ist. Also ich liebe das. Also im Moment ist es ein Nebenjob. Ich hoffe aber, dass ich langfristig schon irgendetwas machen kann in dieser Richtung. Das ist jetzt mega crazy. Jetzt ist der Moment. Vorher, nachher. Job done.
glaube, ich vermisse von zu Hause eher so das Zusammenleben mit Leuten, wo auch actually einen Bond hast. Ich vermisse Toffi. Das Bild löst bei mir eigentlich so ein bisschen das Gefühl aus, dass ich etwas verpasse, weil sie jetzt halt wie zu Hause ist. Auch frage ich mich, wie, so, wie fest ein Tier irgendwie beeinträchtigt ist, wenn man eine Person aus dem Leben rausnimmt von diesem Tier. Ich bin mich gerade am Schminken, um nachher mit dem Alessia und einem Kollegen von mir etwas zu trinken. Ausgaben für mich bedeutet eigentlich einfach Spass. Für mich ist es halt auch eine Möglichkeit, um so die Musik zu hören, die ich will. So ein Abend kostet mich so maximal 50 bis 60 Franken. An die Orte, wo ich gehe, muss ich irgendwie nie Eintritt zahlen. Trinken erübrigt sich auch irgendwie dann einfach, weil man die Leute wirklich kennt und vielleicht gibt es von jemandem, der auflädt, noch etwas zu trinken. Also es ist wie mega easy. Ich gebe viel weniger Geld aus dem Ausgang als wahrscheinlich jemand anderes. Ich schwöre, oh Gott. Alles gut? Ja, voll. Der Kreis 4 heisst für mich eigentlich einfach Diversity. Mehr als sicherlich in den restlichen Orten von Zürich. Weil sich es einfach auch schon in den Lebensmitteln, in den Läden, in den Erscheinungsbildern der Menschen zeigt und wie so ein bisschen auch am authentischsten ausgelebt wird. Look who I found! Yes! Zum Wohl. Zum Wohl? Alter, ich kann dir jetzt also spontan anrufen und sagen, ich komme schnell vorbei. Und sie bleibt länger am Abend. Ja, also. Super Entscheidung, dass sie da angezogen ist. Aber sie sind ja mal gut bis jetzt dort. Ja, voll. Wie ist? Ist gut. Ich finde es mega geil. Nice. Also ich liebe es, wie so ein bisschen allein leben. Es ist einfach wie so, eben, entweder muss ich ganz glaub allein leben oder mit Leuten, die ich irgendwie mega gerne habe. Also weißt du, so Besties oder oder ein Freund oder so. Okay, okay. Ja. Hey, ich habe ihn halt vorher nicht gekannt und er ist wie so mega in seinem eigenen Universum und ich bin in meinem eigenen Universum. Auch wenn es dann darauf ankommt, bist du wie so ein bisschen innerlich so. Why am I living with you? Why did I do this? Ich würde wieder ausziehen. Ich würde aber vielleicht ein bisschen länger warten und noch ein bisschen mehr Wohnungen anschauen. Damit ich wie die Wahl zwischen den Menschen, die ich wohnen habe. Wir können einfach nicht gehen. Hallo! Hey! Was ist das? Hoi! Wie geht es in der Wohnung? Gut. Fühlt sich auch von der Beziehung anders geworden. Es ist viel fröhlicher wieder geworden. Weißt du, so der Alltag, der nicht mehr drinnen ist und so. Du hast miteinander auf einmal andere Themen und so. Mir hat letztens im Geschäft auch jemand gesagt, dass ich andere Energie ausstrahle, die die Person vorher noch nie gesehen hat. Und das ist wahrscheinlich, weil ich vorher noch nie entzügelt bin, dass das war. Vielleicht, wenn sie dann noch wieder Fragen hat, hat sie dann uns angerufen. Und dann muss sie sagen, ja, wir sind immer noch ihre Bezugsperson. Also wenn sie irgendwo einen Rat braucht oder sonst eine Idee oder was immer, dann meldet sie sich. Du kannst sicher sein, wenn ich ein WhatsApp von der Melanie bekomme und dort drin steht, «Hoi, wie geht's?», dann könnte ich gerade fragen, wie viel. Aber ich habe immer einen Grund, warum ich frage. Es ist ja nicht einfach so Sackgeld. Gehen wir raus? Ja. Ja, fein. Jetzt. Ja. Toffi! Durch das, dass ich sie jetzt eigentlich gesehen habe und sie ist nach wie vor genau gleich. Und dass es ihr gut geht, ist natürlich eh nochmal so. Also es macht echt alles mega einfach. Ich muss mich halt voll nicht organisieren nach einem Hund, sondern ich kann wirklich einfach heimkommen, wenn ich will. Optimaler könnte es nicht sein. Ja,
das, was ich aus der ganzen Situation gelernt habe, ist, wie so, wenn du etwas schon mega lange willst und es wirklich so ein dringendes Gefühl hast, mach es einfach. Warte. Das war es mit meiner Messy Journey. Wenn du noch mehr Folgen von OK Bye willst schauen und Zügelzieher erfahren, drück da oder direkt den neuen Kanal abonnieren.